Donnerstagabend, heute ist Sommersonnenwende, der längste Tag im Jahr. Das ist schön, dann ist es nämlich nach Logo noch sehr, sehr lange hell. Bei uns geht es heute übrigens um drei im Leben sehr wichtige Dinge. Neue Regel. Durch Artikel 13 könnte sich im Internet einiges verändern. Ist es womöglich sogar das Ende des Memes? Großer Aufreger. Die USA verlassen den UN-Menschenrechtsrat. Wir erklären euch, warum sie das tun. Und besonderes Labor. Maral hat ihren Schlaf untersuchen lassen, aber konnte sie so verkabelt überhaupt einschlafen? Hallo bei Logo. Das Internet, so wie wir es alle heute kennen, könnte es schon sehr bald nicht mehr geben. Ja, dieses Gefühl bekommt man zumindest gerade, wenn man auf Plattformen wie YouTube oder Twitter unterwegs ist. Da gibt es gerade mächtig Aufregung. Auslöser ist Artikel 13, Teil eines neuen Gesetzes, das bald kommen könnte. Was erstmal harmlos klingt, könnte schon krasse Folgen haben. Gestern wurde im EU-Parlament für ein mögliches Gesetz abgestimmt, das das Internet, zumindest so wie wir es heute kennen, verändern könnte. Bei dem Gesetz geht es darum, dass geistiges Eigentum im Internet in Zukunft besser geschützt werden soll. Geistiges Eigentum, dazu zählen zum Beispiel Fotos, Videos oder Musik, die eine Person gemacht hat. Die Fotos zum Beispiel gehören dann der Fotografin. Das heißt, andere Menschen dürfen diese Fotos nicht einfach benutzen, ohne die Fotografin gefragt zu haben. Das passiert aber auf vielen Internetplattformen trotzdem. Beispiel: Auf ein Foto aus einem Film wird ein lustiger Text geschrieben und im Internet gepostet. Dabei gehört das Foto ja eigentlich den Filmemachern. Das ist momentan zwar auch nicht so richtig erlaubt, wird aber meistens geduldet. Mit dem neuen Gesetz würden solche Bilder und Videos aber wahrscheinlich gar nicht mehr hochgeladen werden können. Denn das Gesetz würde die Plattformen dazu zwingen, ein System zu benutzen, das alles erst überprüfen muss, bevor es veröffentlicht werden darf. Manche Kreative wie Filmemacher freuen sich, andere sehen das kritisch. Das große Problem ist, dass kein Mensch entscheidet, ob das in Ordnung ist, was da im Internet hochgeladen wird, sondern eine Maschine, ein System. Und ein System kann intelligent, kann schlau sein, muss es aber nicht und erkennt vielleicht manche Sachen falsch. Und das sehe ich als große Schwierigkeit an. Dann werden vielleicht Dinge blockiert, dürfen nicht im Internet sein, die eigentlich okay sind. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz gut, weil dann zum Beispiel Videos von mir geschützt werden und nicht einfach jemand anders meine Videos bei sich hochladen kann. Tja, ob das Gesetz wirklich umgesetzt wird, das steht übrigens noch nicht endgültig fest. Vorher wird es erstmal noch einige Abstimmungen geben. Seitdem er hier Präsident der USA ist, Donald Trump, seitdem machen die USA ständig Dinge, bei denen dann ein großer Teil der Welt sagt, bitte was? Das machen die jetzt nicht wirklich. Doch, machen sie. Diese Woche haben die USA damit geschockt, dass sie aus dem UN-Menschenrechtsrat austreten wollen. Bevor wir euch gleich erklären, warum, erklären wir euch jetzt erstmal, was der UN-Menschenrechtsrat überhaupt ist. Hier in diesem Saal in der Schweizer Stadt Genf treffen sich meist die Mitglieder des Menschenrechtsrats. Vertreter aus 47 Ländern der Welt. Sie beraten über etwas, das fast alle Menschen auf der Welt betrifft. Denn sie kontrollieren, ob die Menschenrechte in vielen Ländern der Welt eingehalten werden. Menschenrechte sind Rechte, die allen Menschen auf der Welt zustehen. Dazu gehört zum Beispiel ein Recht auf Leben in Frieden und Sicherheit. Es gibt auch spezielle Rechte für Kinder. Sie müssen vor Gewalt, zum Beispiel im Krieg, besonders geschützt werden. Leider werden die Rechte nicht überall eingehalten. Und hier kommt der Menschenrechtsrat ins Spiel. Wenn die Vertreter im Rat vermuten, dass die Menschenrechte in einem Land missachtet werden, können sie Experten dorthin schicken. Solche wurden zum Beispiel nach Syrien geschickt. Denn dort leiden viele Kinder und auch Erwachsene unter der Gewalt bei den Kämpfen. Die Experten untersuchen genau, was in einem Land passiert. Sie berichten dem Rat dann, was nicht gut läuft. Und so können die Vertreter dann Vorschläge machen, wie den Menschen geholfen werden sollte. So, da fragt man sich jetzt natürlich, wieso treten die USA da jetzt aus? Sind denen die Menschenrechte egal oder was ist da los? Ganz so einfach ist es nicht, wir erklären es euch. Der US-Außenminister Mike Pompeo hat zwei Kritikpunkte am UN-Menschenrechtsrat genannt. Nummer 1.
Der Rat ignoriert heftige Menschenrechtsverletzungen und es sitzen sogar Länder mit am Tisch, in denen große Menschenrechtsverletzungen passieren. Wie zum Beispiel China. Die chinesische Regierung verbietet beispielsweise viele Demonstrationen, wenn mit den Demos die Regierung kritisiert werden soll. Das verstößt gegen das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit. Kritikpunkt Nummer 2 der USA. Der Menschenrechtsrat hat viele Vorurteile gegenüber Israel. Der Menschenrechtsrat hat aus Sicht der US-Regierung, die schon lange mit Israel befreundet ist, viel mehr Menschenrechtsverletzungen von Israel angeprangert als von allen anderen Ländern. Viele Mitglieder des Menschenrechtsrates und viele andere Länder sind mit dem Austritt der USA nicht einverstanden. Sie finden, die USA als großes und mächtiges Land sollten lieber im Menschenrechtsrat bleiben. Denn an vielen Orten auf der Welt werde immer wieder gegen Menschenrechte verstoßen. Und es sei wichtig, so viel wie möglich darüber zu reden, um das zu ändern. Ja, der Austritt aus dem UN-Menschenrechtsrat, das ist übrigens nicht das Einzige, womit Donald Trump für Aufregung gesorgt hat. Der andere große Aufreger war, dass er an der Grenze zu Mexiko Familien hatte trennen lassen. Wenn also Menschen von Mexiko aus ohne Erlaubnis versucht hatten, in die USA zu kommen, dann hatte Trump beschlossen, dass die Eltern ins Gefängnis kommen, die Kinder in ein Auffanglager. Und so wurden dann eben viele Kinder von ihren Eltern getrennt. Wir hatten darüber berichtet. Viele fanden, das geht gar nicht. Jetzt hat Trump das dann wohl doch auch eingesehen und nun will er diese Trennung wieder stoppen. Wenn ihr diese Geschichte noch mal komplett nachlesen wollt, kein Problem, das geht bei uns auf logo.de. So, und jetzt? Heute ist Tag des Schlafes. Schlafen, das tun wir alle im besten Falle jeden Tag bzw. jede Nacht. Aber was genau ist Schlafen überhaupt? Was passiert da in unserem Kopf? Wir haben Logo-Reporterin Maral losgeschickt, um genau das herauszufinden. Wir haben sie in ein Schlaflabor geschickt. Da können Experten den Schlaf nämlich ganz genau untersuchen. Na dann, Maral, gute Nacht. Heute habe ich mein Schlafzimmer gegen dieses Zimmer im Schlaflabor getauscht. Ich will herausfinden, was passiert, wenn ich schlafe. Damit beschäftigen sich Schlafforscher wie Dr. Schneider. Warum ist denn Schlaf wichtig? Der Schlaf hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Das eine ist, dass wir unser Gehirn wieder mit Energie aufladen. Das ist wie beim Handy, dass wir in der Nacht aufladen. Die Funktion Nummer zwei ist, die, dass in diesem Schlaf dann auch das, was wir tags gesehen und erlebt haben, verfestigen. Das heißt, es wird gelernt. Und jetzt geht's für mich los. Ich werde am ganzen Körper verkabelt. So kann aufgezeichnet werden, wie tief ich schlafe und wann ich träume. Und die Kamera schaut mir beim Schlafen zu. Also jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit all den Kabeln überhaupt schlafen kann. Aber ich versuch's mal. Gute Nacht. In der Nacht werde ich beobachtet, wie ich atme, wie aktiv mein Gehirn ist und wie ich mich bewege. Schon nach 6 Stunden Schlaf bin ich wieder wach. Und endlich kommen die Kabel wieder ab. Und dann geht's zur Auswertung mit Dr. Schneider. Wie habe ich denn geschlafen? Ja, kurz nur. Du bist innerhalb von 5 Minuten eingeschlafen, bist in den Tiefschlaf gekommen, hast dich allerdings sehr oft bewegt. Und in der Mitte der Nacht und am Ende der Nacht hast du geträumt. Damit hast du alle guten Schlafphasen gehabt, die wir haben wollen bei einem gesunden Menschen. War mein Schlaf denn erholsam? Er war nicht so erholsam, wie er wahrscheinlich sonst ist, weil du dich viel bewegt hast und weil der Schlaf zu kurz war mit 6 Stunden. Man sollte 7 bis 8 Stunden als Erwachsener schlafen und als Kind eben 10 bis 12 Stunden. Also so richtig erholsam war der Schlaf ja hier nicht. Und deshalb freue ich mich wieder auf mein eigenes Bett. Und auf einen Schlaf ohne Kabel. Ja, vielen Dank, Maral. Ich glaube, ich hätte mit diesem Gerumpel überhaupt
gar nicht schlafen können. So, wichtiger Hinweis noch für euch. Wir kommen euch mal wieder besuchen. Zumindest dann, wenn ihr in Hamburg oder in Schleswig-Holstein wohnt und ihr ein Thema habt, von dem ihr sagt, darüber sollte Logo unbedingt mal berichten. Wenn das so ist, dann schreibt uns auf logo.de und dann kommen wir bei euch vorbei. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Jetzt sage ich aber erstmal tschüss und bis morgen. Im Norden und in der Mitte sind viele Wolken am Himmel und es regnet ab und zu. Im Süden gibt's mehr Sonne. All das bei mageren 13 bis 20 Grad. Ich träume jede Nacht von Bambuszweigen, als würde ich nur fressen. Dabei bin ich ein total aktiver Typ.